Viele Menschen, die ihre Privatsphäre versuchen, durch eine kommerzielle VPN-Verbindung zu verbessern, lassen so viele Privatsphärelücken offen, dass ihnen die VPN-Verbindung am Ende privatsphäremäßig gar nichts mehr nützt. In diesem Video zeige ich dir deswegen, was für Privatsphärelücken es bei einer VPN-Verbindung gibt und wie du diese Lücken schließen kannst. Wow! Hoho! Zunächst spreche ich kurz an, wie eine VPN-Verbindung deine Privatsphäre verbessern kann. Und zwar in öffentlichen WLAN-Netzwerken, gegenüber deinem Internet Service Provider und gegenüber der Webseite. Dann gehe ich auf verschiedene Privatsphäre-Lücken ein. Und zwar deinen Browser-Fingerabdruck, angemeldete Google Services, die Daten, die dein VPN-Anbieter über dich speichert und die Risiken, die entstehen durch die Kombination von Daten bei deinem VPN-Anbieter und bei deinem Internet Service Provider. Ich zeige dir dann die besten Tricks, wie du deine Privatsphäre-Lücken schließen kannst. Spreche einen VPN-Anbieter an, der deine Privatsphäre meines Erachtens gut schützt und gebe dir zum Schluss einen Ausblick auf Alternativen gegenüber einem kommerziellen VPN-Anbieter, zum Beispiel ein selbst gehostetes VPN oder einfach das Tor-Netzwerk. Mit diesem Video kannst du innerhalb von wenigen Minuten viele schwerwiegende Privatsphäre-Lücken schließen und in Zukunft viel sicherer im Netz unterwegs sein, damit du auch in Zukunft nicht zur Zielscheibe wirst von Menschen mit bösen Absichten. Was bringt mir dein Video überhaupt? Bei der Privatsphäre ist es wie mit einem Boot. Wenn dein Boot auf der linken Seite stabil ist und auf der rechten Seite ist der Rumpf des Bootes voller Lecks, dann geht dein Boot vielleicht trotzdem unter, weil das ganze Wasser über die rechte Seite reinkommt. Und bei der Privatsphäre ist es so ähnlich. Wenn du auf der einen Seite für eine VPN-Verbindung bezahlst und auf der anderen Seite so viele Privatsphärelücken offen lässt, dass du trotzdem all deine Informationen preisgibst, dann hat sich die VPN-Verbindung unter Privatsphäre-Gesichtspunkten gar nicht gelohnt. Und deswegen möchte ich dir in diesem Video zeigen, wie du diese Privatsphäre-Lecks stoppst, damit du sicher durchs Internet segeln kannst, geschützt vor Menschen mit bösen Absichten. Wie verbessert eine VPN-Verbindung eigentlich meine Privatsphäre? VPN heißt Virtual Private Network und hier baust du zwischen deinem Rechner und dem Rechner des VPN-Anbieters eine verschlüsselte Verbindung auf. Und deine Internetkommunikation läuft dann von deinem Rechner verschlüsselt zum VPN-Anbieter und von da aus dann ganz normal weiter ins Netz. Und damit sind die Daten zwischen dir und dem VPN-Anbieter vertraulich und vor Manipulation geschützt. Wie verbessert eine VPN-Verbindung meine Privatsphäre gegenüber einem öffentlichen WLAN, meinem Internet Service Provider und den Webseiten, die ich besuche? Als Folge ist es ungefährlich, dass du in öffentlichen WLAN-Netzwerken unterwegs bist, weil all deine Daten, die über das öffentliche WLAN-Netzwerk laufen, verschlüsselt sind und das öffentliche Netzwerk nicht sehen kann, welche Webseiten du abrufst. Auch dein Internet Service Provider hat weniger Daten über dich. Was dein Internet Service Provider weiterhin von dir weiß, ist, wer du bist, dein Name, deine Anschrift und deine Bankverbindung. Was er dann nicht mehr weiß, ist, welche Webseiten du besucht hast. Auch die besuchte Webseite weiß dann etwas weniger Informationen über dich. Die sieht dann nicht mehr die IP-Adresse von deinem Zuhause, sondern die IP-Adresse, die vom VPN-Anbieter stammt. Die erste Privatsphäre-Lücke, die wir schließen möchten, ist unser individueller Browser-Fingerabdruck, der uns beim Surfen verrät. Bist du damit für die besuchte Website anonym? Leider nicht. Du hast zwar deine IP-Adresse verschleiert, aber über deinen Browser-Fingerprint ist es möglich, dich eindeutig zu identifizieren. Denn viele Browser veröffentlichen einen eindeutigen Fingerabdruck. Wieso dieser Fingerabdruck erstellt wird und wie du das verhindern kannst, habe ich dir in einem früheren Video bereits gezeigt. Kurz gesagt, nutze lieber den Browser Brave oder Tor, um deine Privatsphäre gegenüber der besuchten Webseite zu schützen. Wenn du einen Chrome-Browser benutzt, kannst du dir die Gebühren für eine VPN-Verbindung direkt sparen. Denn was nützt es dir, deine IP-Adresse zu verschleiern, wenn dich dein Browser dann trotzdem verrät? Eine VPN-Verbindung alleine hilft dir nur wenig, deine Privatsphäre zu verbessern. Zusätzlich sollst du natürlich Google Services vermeiden, das heißt statt Gmail solltest du eher ProtonMail oder Tutanota nutzen. YouTube-Videos solltest du dir über Drittseiten ansehen, sodass YouTube deine Daten nicht mitbekommt. Und in deinem Browser solltest du deine Privatsphäre-Einstellungen verbessern.
Die nächste Privatsphärelücke sind die Daten, die dein VPN-Anbieter über dich speichert. Während das öffentliche WLAN-Netzwerk, dein Internet Service Provider und die Website etwas weniger über dich wissen, weiß natürlich jetzt der VPN-Anbieter viel mehr über dich. Also musst du jetzt deinem Internet Service Provider weniger vertrauen, aber dem VPN-Anbieter mehr vertrauen. Was weiß dein VPN-Anbieter über dich? Der weiß ein Stück weit, wer du bist und was du tust. Der kennt natürlich deine Anmeldedaten, der kennt deine Bezahldaten und der kennt die IP-Adresse, über die du auf den VPN-Anbieter zugreifst. Wenn du einen VPN-Anbieter nutzt, dann gibst du deinem Internet Service Provider, anderen Webseiten und dem öffentlichen WLAN-Netzwerk viel weniger Informationen über dich. Dafür gibst du aber dem VPN-Anbieter mehr Informationen über dich. Wenn du Pech hast, weiß der VPN-Anbieter dann, wer du bist und was du machst. Auch wenn dir dein VPN-Anbieter verspricht, deine Daten nicht zu speichern und mit deinen Daten vertraulich umzugehen, ist es am Endeffekt nur ein Versprechen. Dieses Versprechen kannst du nicht überprüfen. Und wenn ein Geheimdienst oder ein Polizist mit einem Gerichtsurteil auf diesen VPN-Anbieter zugeht, dann wird er wahrscheinlich dem Gerichtsurteil gehorchen und die Daten speichern und es dir einfach nicht verraten. Weil in den Urteilen steht dann häufig auch drin, dass er gar nicht verraten darf, dass er die Daten von dir speichert. Der VPN-Anbieter kann natürlich feststellen, welche Webseiten du besuchst und kann diese Daten dir auch zuordnen. Du wirst also immer wohl beraten, dem VPN-Anbieter möglichst wenige Informationen über dich preiszugeben. Gute VPN-Anbieter haben kaum Daten über ihre Kunden. So können sie auch nichts verraten. Durch die Kombination der Daten, die bei deinem VPN-Anbieter vorliegen und der Daten, die bei deinem Internet Service Provider vorliegen, kommt man dir trotzdem auf die Schliche. Gute VPN-Anbieter versuchen, möglichst wenige Daten von ihren Benutzern zu sammeln. Als Anmeldedaten reicht ein Code und eine Bezahlung ist möglich über Bargeld oder Monero. Dann bleibt dem VPN-Anbieter nur noch deine IP-Adresse, über die du reinkommst. Und die Zuordnung zwischen deiner IP-Adresse und deinem Namen und deiner Anschrift, die ist ja bei deinem Internet Service Provider gespeichert. Also der Staat muss dann einfach zwei Anfragen stellen. Eine Anfrage an den VPN-Anbieter. Was hast du gemacht? Und der VPN-Anbieter kann dann sagen, diese Person war auf folgenden Webseiten und ist über diese IP reingekommen. Und dann fragt der Staat einfach den Internet Service Provider, wem gehört denn diese IP-Adresse? Also muss der Staat nur zwei Anfragen statt eine Anfrage stellen. Wow! Oh. So, was haben wir in diesem Video gelernt? Ein VPN-Anbieter ist keine Allzweckwaffe. Du solltest noch weitere Sicherheitsvorkehrungen treffen. Zum einen solltest du auf deinen Browser achten. Wenn du über ein VPN versuchst, anonym im Internet unterwegs zu sein, aber dein Browser produziert einen individuellen Fingerabdruck, den er in die Welt rausposaunt, dann schränkt das den Nutzen deines VPN-Anbieters natürlich ein. Deswegen würde ich als Browser den Brave-Browser oder den Tor-Browser empfehlen. Dein VPN-Anbieter kann dich natürlich auch nicht schützen, wenn du auf deinem Google-Konto oder deinem YouTube-Konto eingeloggt bist und Google daraus sehen kann, was du den ganzen Tag machst. Als Alternative solltest du vielleicht statt Google Mail Proton Mail oder Tutanota nutzen und beim Konsum von Social Media nicht die offizielle Seite benutzen, sondern ein privatsphäreorientiertes Frontend. Das ist eine andere Webseite und damit YouTube-Videos konsumieren kannst, ohne direkt auf der YouTube-Webseite zu sein. VPN-Anbieter versprechen zwar, nichts über dich mitzuschreiben, aber das ist unrealistisch. Wenn es hart auf hart kommt, werden die Mitarbeiter wahrscheinlich den staatlichen Behörden nachgeben und vielleicht auch Hacker nachgeben, die nur vorgeben, Mitarbeiter von staatlichen Behörden zu sein. Im schlimmsten Fall schreibt ein VPN-Anbieter mit, welche Webseiten du besuchst, plus die Informationen zu deiner Person. Dann sind alle Daten in einem Topf und wer die Daten abruft, der Staat oder die Hacker, weiß natürlich, wer du bist und was du gemacht hast. Die besten VPN-Anbieter versuchen deswegen möglichst wenig Daten von dir zu speichern und wissen im Idealfall nur die IP-Adresse, mit der du auf den VPN-Anbieter zugreifst. Damit hat ein VPN-Anbieter wenig Informationen und die Informationen sind über den VPN-Anbieter und einen Internet Service Provider verteilt, sodass jemand mit bösen Absichten auf zwei Stellen zugehen muss, um alle Informationen für dich einzusammeln. Wenn du die zusätzlichen Sicherheitshinweise aus diesem Video beachtest, dann denke ich, dass eine VPN eine ganz gute Lösung ist und deine Sicherheit im Internet schon verbessert. Wenn ich einen kommerziellen VPN-Anbieter empfehlen würde, dann wäre das Mullvad VPN, den ich mit Bargeld bezahlen würde. Für diese Empfehlung bekomme ich leider keine Provision, aber Mullvad VPN macht bei mir so den besten Eindruck für einen kommerziellen VPN-Anbieter. Alternativen wären natürlich ein Self-Hosted VPN,
oder einfach übers Tor-Netzwerk zu gehen. Nutzt du einen VPN-Anbieter? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Ich freue mich über deinen Kommentar. Wenn du auf Privatsphäre Wert legst, dann halte ich es in den meisten Fällen für sinnvoller, über das Tor-Netzwerk ins Internet zu gehen und nicht über einen kommerziellen oder auch einen selbst gehosteten VPN-Anbieter. Zum Beispiel über den Tor-Browser oder die Kombination aus Tor und dem Betriebssystem TailsOS. Mehr über das Tor-Netzwerk und den Vergleich zwischen Tor und VPN findest du in meinem nächsten Video. Ich hoffe, du hast in diesem Video was gelernt und freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis bald!